2024 ist noch ganz jung. Und ich habe mir gedacht, wir machen mal was, das wir noch nie gemacht haben. Was ganz Neues. Wir sind noch nie zusammen verreist. Also, los geht's. Nach Korea. Ich muss beruflich nach Korea. Und ich habe mir gedacht, ich nutze die Gelegenheit und nehme euch mit. Jetzt müssen wir natürlich auch die Kirche im Dorf lassen. Es ist eine Geschäftsreise, ich muss dort auf eine Konferenz. Da drüben ist das Konzept der Pause nicht so ganz geläufig. Das bedeutet, es wird sehr viel Arbeit auf mich warten. Aber ich möchte auch die Möglichkeiten nutzen, wenn ich schon so eine Reise mache, dass ich, soweit es möglich ist, euch mitnehme. Auch falls die Frage jetzt kommt, klar, viele verfolgen meinen Kanal und wissen, krankes Kind, Frauenkind in der Reha. Wir haben lange drüber gesprochen mit meiner Frau. Es ist halt eine sehr wichtige Reise und deswegen haben wir uns entschieden, dass ich fahre. Ich werde 6 Tage dort sein und ich habe mir gedacht, ich nutze mal die Gelegenheit und guck mal, ob ich so 2, 3 Videos machen kann. Und heute, wir haben jetzt mitten in der Nacht irgendwie 3 Uhr morgens, ich fliege morgen und ich habe gedacht, ich zeige euch mal, was ich so dabei habe, wenn ich verreise. Und ich habe vielleicht noch den ein oder anderen Tipp für Korea. Ich mache die Reise nicht zum ersten Mal und es könnte doch vielleicht interessant sein. Ich weiß, das liegt im Moment sehr im Trend, Korea. Wunderschönes Geräusch. Und da gibt es so 1, 2 Eigenheiten, die vielleicht ganz praktisch sind, wenn man die weiß. Also, wie gesagt, Geschäftsreise. Was nehme ich mit? Fangen wir mal mit einem Tipp an, der nicht nur für Korea gilt. Ich habe früher vor 2020, bevor das die Welt angefangen hat zu eiern, habe ich so um die 30 bis 40 Hotelübernachtungen gehabt. Das heißt, ich habe, was Reisen anbelangt, schon ein gewisses System entwickelt. Ja, und vielleicht ist für den einen oder anderen der ein oder andere Tipp ganz gut. Und der erste Tipp ist, dass ich immer 1 mehr mitnehme. Ganz einfach erklärt, wenn ich für 6 Tage verreise, wie es jetzt ist, nehme ich für 7 Tage Klamotten mit. Hat den Hintergrund, dass es mir schon 2, 3 Mal passiert ist, dass ich mich irgendwie dreckig gemacht habe oder dass irgendwie was kaputt war und so weiter und dann hat eins gefehlt und dann musste rennen. Im schlimmsten Fall musste noch was kaufen gehen, wenn es irgendwie nicht mehr sauber ist. Will ich alles vermeiden? Deswegen immer für einen Tag mehr, bis zu einer Woche. So ab 14 Tagen oder ab mehr als einer Woche, sagst du, da kann ich auch mal einen Reih in der Tube vielleicht mitnehmen. Ist oft auch mal eine Lösung. Also ich nerv euch jetzt nicht mit meinen Socken und so weiter, nur ich gebe euch den Tipp, immer 1 mehr mitzunehmen. Kommen wir zu Tipp Nummer 2. Auch etwas, das ich lange vor 2020 schon angefangen habe. Und mir ist es ganz wichtig, dass das niemand in den falschen Hals bekommt. Ich weiß, dass die Herrschaften, die Hotelzimmer reinigen, sehr wenig Zeit für ein Zimmer haben. Da bin ich mir durchaus bewusst, dass es so ist. Und die werden auch nicht fürstlich bezahlt und das ist ein Knochenjob. Das bedeutet, ich lasse nicht jeden Tag das Zimmer reinigen. Im Ausland kannst du da immer hergehen und kannst entweder unten Bescheid sagen, geht bei uns auch, oder manchmal gibt es sogar einen Zettel, den du hinhängen kannst. Das ist ein wichtiger Punkt. Jetzt ist es allerdings auch so, aufgrund dieses Zeitdrucks und aufgrund des Materials, das verwendet wird, werden die für zum Beispiel die Lichtschalter nicht einen frischen Lappen nehmen. Die werden mit einem Lappen sehr viele Zimmer die Lichtschalter sauber machen. Jetzt bin ich ja sehr hygieneliebend. Also ein absolutes Reisemuss bei mir sind Desinfektionstücher. Ich reise niemals ohne Desinfektionstücher und wenn ich in ein Hotelzimmer komme, dann kümmere ich mich als allererstes um den Thron, dass das sauber ist und ich kümmere mich um Schalter und Lichtschalter und vielleicht die ein oder andere Oberfläche. Wenn ich da arbeite, dann wische ich auch nochmal damit die Oberfläche ab, wo ich dann halt noch arbeiten muss. Kann der ein oder andere pingelig halten? Ich hatte noch nie irgendwas, das man sich fangen kann, dadurch, dass es irgendwo nicht so sauber ist. Ich sag's jetzt mal alles ganz vorsichtig. Ist mir ein wichtiges Thema, mache ich schon seit eh und je. Desinfektionstücher kann ich jedem empfehlen, vor allem in unserer jetzigen Zeit wäre das vielleicht gar nicht mal so unklug, sowas mal mitzunehmen. Es nimmt nicht viel Platz ein,
auf eine Reise. Wie gesagt, das ist jetzt kein Touristenort, wo ich hingehe. Also ja, irgendwo auch schon. Aber wie gesagt, ich gehe nicht zum Urlaub hin. Aber wenn ich so überlege, du gehst irgendwo ans Meer als Tourist, da ist es noch mal weniger Zeit, die die haben. In so einem Business-Hotel sieht es noch mal anders aus. Tipp, nehmt euch Desinfektionstücher mit. Und wenn wir schon bei den Herrschaften sind, die die Zimmer reinigen, noch ein Tipp. Informiert euch, wie es in dem Land, wo ihr hingeht, mit Trinkgeldern aussieht. Da gibt es ganz, ganz große Unterschiede. Zum Beispiel in Amerika, da bekommen die einen absoluten Mindestlohn von ein paar Dollar die Stunde und die leben von den Trinkgeldern. Und Tipp für Amerika, wenn du das Zimmer machen lässt, nimm 3, 4, 5 Dollar, leg sie aufs Bett, leg ein Zettelchen dazu und schreib Thank you drauf. Du wirst immer die doppelte Anzahl an Handtüchern haben, du wirst immer alles doppelt haben. Die in Vegas zum Beispiel haben wir immer, ich glaube, sogar dreimal so viel Wasserflaschen drin gehabt. Die legen dir das rein, die sind da sehr dankbar für. Und wenn du im Urlaub bist, dann tun dir 5 Dollar oder 5 Euro wirklich nicht weh. Also berechne das mit ein. In Amerika, super Sache, da ist es auch so, 15-20% Trinkgeld ist Standard, musst du auch geben. Also wenn du für 100 Dollar essen gehst, dann gibst du 120 Dollar. Es ist nun mal so, die leben davon, die haben einen Mindestlohn. Korea wiederum sind Trinkgelder nicht so gern gesehen, werden von vielen vielleicht sogar als Beleidigung angesehen. In Korea ist so eine 10% Service-Tax oder wie auch immer man es nennt, immer mit dabei. Es gibt ein paar Ausnahmen, ja, das wäre, wenn dir jemand die Koffer trägt oder so, aber das wird da nicht so gern gesehen. Also Tipp, informier dich über das Land, in das du reist, wie es da mit Trinkgeldern aussieht. Kann sein, dass es in dem Land, wo du hinreist, als Beleidigung angesehen wird. Deswegen vorher informieren, dann kann nichts schief gehen. Und wenn wir schon bei vorher informieren sind, dann lasst uns mal über Taschenmesser sprechen. Klar, das ist ein Hobby von mir. Viele, die hier auf dem Kanal sind, wissen das und haben das gleiche Hobby. Man sollte sich, bevor man in ein Land reist, informieren, wie da die Gesetze sind mit Taschenmessern. Und nicht nur, wie die Gesetze sind in dem Land, wo man hinreist. Wenn du einen Zwischenstopp hast, nehmen wir mal New York zum Beispiel. New York ist ja ein bisschen strenger. Wenn du einen Zwischenstopp in New York hast, dann kann es sein, dass die, also manchmal musst du ja deinen Koffer holen und dann woanders hin, die werden dir alles durchsuchen. Das kann dir passieren. Und es gibt Sachen, die in New York nicht legal sind, aber in anderen Staaten legal sind. Deswegen auch die Zwischenstopps mit einberechnen. Und in manchen Orten wird das sehr drakonisch bestraft. Also, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand wollte in Korea ein Taschenmesser zu Verteidigungszwecken. Also ich weiß gar nicht, wie viel Paradoxe in diesem Satz drin sind. Ja, also in Korea brauchst du nichts zur Verteidigung. Ja, das ist, also das muss man wirklich mal gesehen haben. Und generell, ein Taschenmesser ist ein Werkzeug und nichts zur Verteidigung. Nichtsdestotrotz, du wirst dort extrem schief angeguckt, wenn du Taschenmesser hast. Und das wird auch drakonisch bestraft. Deswegen reise ich nach Korea ohne ein Taschenmesser. Das ist ganz wichtig. Was ich aber in meinem Kulturbeutel immer drinnen habe, das ist einmal eine kleine Notfalltaschenlampe. Das ist die kleine Olight, ach, wie heißt sie, I1T oder der Name ist mir jetzt gerade entfallen, I1R2 EOS. Also das ist eine schöne kleine Taschenlampe, die kannst du mal benutzen, wenn wirklich Not am Mann ist. Was ich auch mit dabei habe, na, rollst du weg oder bleibst du? Du bleibst. Ich habe ein kleines Mini-Champ, ein kleines Victorinox habe ich dabei. Die Alox-Version, vielleicht brauchst du mal kurz die kleine Schere. In meinem Kulturbeutel ist das drin, das nehme ich nicht mit, wenn ich irgendwo hingehe. Das ist tatsächlich in meinem Kulturbeutel und wenn ich im Hotel was brauche, dann nutze ich das. Und jetzt kommt vielleicht die Frage, aber Mitch, vielleicht hast du Kamera-Equipment dabei, brauchst du nicht manchmal eine kleine Zange? Ja, brauche ich manchmal auch. Und falls ihr das Gerber Daim kennt, das hatte ich auch das letzte Mal in Korea mit dabei, das ist so ein mini kleines Multitool mit einer kleinen Zange und die finde ich ziemlich cool. Das kostet auch gar nicht mal so viel. Also ich kann euch ein paar von den Sachen natürlich gerne verlinken. Das kleine Gerber Daim mit ein paar Werkzeugen hier, das hat auch eine Klinge.
Na? Und zwar, ja, das ist jetzt halt alles in der Größe, wo man sagt, da wird schon niemand jetzt groß was mit anstellen. Trotzdem, mit ins Flugzeug würde ich es natürlich nicht nehmen, aber da sowas ist immer mit im Kulturbeutel. Also eine kleine Taschenlampe und entweder das oder das. Eins von beiden habe ich immer dabei. Zwei spezielle Tipps habe ich noch für Korea. Wenn du nach Korea fliegst und du kommst an, dann mach am Flughafen, bevor dass du zu deinem Transfer gehst oder zum Taxi oder wo auch immer du hingehst, da gibt es überall Stände, wo du SIM-Karten kaufen kannst. Die kosten gar nicht mal so viel. Ich glaube, so für eine Woche sind es irgendwie so 30, 40 Euro umgerechnet. Boah, das ist aber viel Geld. Ja, aber du hast auch unlimitiertes Internet. Ja, dann machst du die Karte rein. Vielleicht hast du ein Handy, wo du Dual-SIM-Möglichkeit hast. Ich reise ja immer mit zwei Handys. Diese Karten lohnen sich auf jeden Fall. Schon allein, wenn du irgendwo was suchst und Netz brauchst. Es ist nicht so, dass überall Internet existiert, WLAN-frei ist. Deswegen, so eine Karte kann ich nur empfehlen. Ach, was haben wir das letzte Mal bezahlt? Ich war das letzte Mal da, Januar 2020. Und da haben wir, glaube ich, bezahlt. Ich glaube, es waren sogar 25 Euro. Also nagelt mich nicht fest. Sagen wir mal irgendwas zwischen 20 und 40 Euro am Flughafen. Direkt so eine SIM-Karte kaufen. Funktioniert wunderbar. Vielleicht hast du ein iPad, vielleicht, ne, da kannst du einen Hotspot machen. Also das ist schon sehr, sehr hilfreich als Tipp. Und noch ein Tipp speziell für Korea. Wenn du in Korea bist, wirst du höchstwahrscheinlich, vor allem sicherlich, wenn du geschäftlich da bist, wird man dich zum Essen einladen. Und meistens ist das dann auch Korean Barbecue. Nicht erschrecken, die werden dir eine Mülltüte geben. Da macht man seine Jacken rein und seine Taschen, weil Korean Barbecue, da ist ja ein Grill im Tisch. Das bedeutet, es riecht halt nach Gegrilltem und du kriegst den Geruch auch eigentlich nicht raus. Kleiner Textilerfrischer habe ich auch dabei, wenn ich nach Korea fliege. Die Jacken, guck, dass du die in diese Mülltüte reintust. Nicht, dass du denkst, das ist ein Witz. Deine Klamotten riechen dann nach gegrilltem Fleisch. Ist ein sexy Duft, müssen wir sagen, aber man kann es vermeiden. Wenn du jetzt da eingeladen bist, in Korea trinkt man Soju. Das ist so ein Reis-Gerste-Nationalgetränk. Und hier ist es so, man schenkt sich nicht selber ein. Also du schenkst deinem Gegenüber ein und dein Gegenüber schenkt dir ein. Das hat nicht so viel Alkohol, aber da kannst du dir schon ordentlich die Rüstung verbeulen bzw. den Rahmen verziehen mit. Deswegen, es hat nicht so viel Alkohol, das schmeckt gar nicht mal so schlecht, aber irgendwann ballert es dann. Deswegen vorsichtig mit umgehen. Aber denk dran, wenn er dir einschenkt, musst du auch ihm einschenken. Ist ein ganz wichtiger Punkt. Und kommen wir mal von den Tipps zu, was ich sonst noch so mitnehme. Und ich will mal mit einer direkten Sache anfangen. Und zwar ist das diese Tasche hier, das ist ein Fotorucksack. Den kriege ich gar nicht komplett ins Bild. Ich versuche den mal so ein bisschen zu zeigen. Den gibt es auch nicht mehr. Der ist jetzt repräsentativ für Fotorucksäcke. Und ich werde euch auch zeigen, warum. Erstens, das Ding ist qualitativ extrem hochwertig und richtig cool gemacht. Der ist jetzt 10 Jahre alt. Ein 10 Jahre alter Rucksack, der schon in Vegas war, in L.A., in New York, in Korea, in Amsterdam und ach, was weiß ich, wo nicht alles in den letzten 10 Jahren. Dafür sieht der halt wirklich noch sehr sexy aus. Und das Geile bei diesen Fotorucksäcken ist, du hast vorne einfach, da gehen wir jetzt erstmal dran, ja, so könnte man das sehen. Und in diesem Fach hier ist Schlepptop drin. Kriegen wir es raus. Ah. Also hier habe ich mein MacBook drinnen und ich habe hier vorne dann noch das iPad und ein Buch mit drinnen, hier im vorderen Bereich. An mehr kommst du von hier vorne nicht dran, weil diese Rucksäcke sind, na, wo man das Laptop rüber, die sind so gemacht, dass du, also ihr seht sehr viele Taschen, ja, dass du hier hinten das größte Fach hast. Der hat jetzt noch sogar einen sogenannten TSA-Zahlenschloss. Diesen Schlüssel haben die an den Flughäfen und können das theoretisch aufmachen. Nicht, dass mir das jemals passiert ist in 10 Jahren, aber das wird gern gesehen. Vor allem
Wie gesagt, in den letzten 10 Jahren war Fliegen auch nicht sehr einfach. Und das Tolle hier ist, du kommst von hinten ran, das kann komplett aufgemacht werden und du hast hier halt die Möglichkeit, ich muss mal gucken, ob das überhaupt alles so im Bilde ist, ja, dir die Fächer so zu machen, wie du sie haben willst, mit diesen Teilen hier. Ihr seht, da ist Klettverschluss dran und ich habe hier zum Beispiel, ja, kommen noch 2 Kameras rein, das sind die, die ich jetzt gerade benutze. Ich habe hier ein paar ziemlich coole Sachen. Du kannst dir das so gestalten, wie du das haben möchtest. Ich habe hier sehr viele Kabel. Bei mir sind alle Kabel von Anker, genau wie die Ladegeräte. Das ist jetzt ein 70 Watt Ladegerät. Kann ich auch empfehlen. Habe ich wirklich absolut gute Erfahrungen gemacht, schon seit sehr, sehr langer Zeit. Ein Gimbal nehme ich mit. Das ist der Crane M3. Den benutze ich auch, als ich das Schlossvideo gemacht habe, habe ich den benutzt. Kann ich absolut empfehlen, obwohl es nicht mehr der neueste ist. Meine Sigma Objektive, da werde ich ein 16, ein 30, ein 56 mm mitnehmen. Ich habe hier kabelloses Mikrofon mit Lavalier, was ich mitnehme. Und hier habe ich noch 2 Festplatten drin. Ich nutze die Samsung Shields. Ja, also die T7 Shield, ich finde die halt einfach extrem praktisch. Die kann auch mal feucht werden, die kann auch mal runterfallen. Die halten extrem viel aus. Warum 2 verschiedene Farben? Damit ich sofort auf Anhieb weiß, welche ist. Das weißt du ja sonst nicht. Und klar, MagSafe und Ladegerät. Es gibt noch ein paar Sachen, die ich zeigen will. Warum mache ich das jetzt so detailliert? Weil ich extrem viele Nachrichten kriege, ob ich mal zeigen kann, was ich so benutze und was ich so nehme und was ich so mache. Das hier, finde ich, ist eine ziemlich coole Sache. Ein bisschen teuer, hat irgendwie 10 Euro oder so gekostet. Aber so eine kleine Bürste, ich hoffe, man kann sehen, wie weich diese Borsten sind. Wenn du ein teures Laptop hast, dann ist so eine kleine Bürste gar nicht mal so schlecht. Je besser du auf dein Zeug aufpasst, desto länger hält es auch. Hier ist nochmal ein sehr, sehr langes USB-C auf USB-C Kabel von Anker. Ich habe noch ein paar Kabel mehr. Ich würde gerne noch zeigen, was ich hier noch so mit dabei habe. Auf der Seite habe ich auch wieder von Anker eine Powerbank. Ich habe auch eine große mit dabei. Bei der ist es so, die kannst du hinten ans Handy dran machen. Dann funktioniert übrigens beim Samsung Galaxy, was habe ich, S23 Ultra, genau wie beim iPhone. Du hättest zusätzlich einen Stand, wo du dann das iPhone hinstellen kannst, so das Telefon, das du hast. Die finde ich ganz praktisch. Hat natürlich auch USB-C unten und sollte geladen sein, wenn ich nachher fliege. Ja, ist sie. Und ich nehme natürlich auch, auf der Seite haben wir die. Ich habe jetzt hier die Rode Kopfhörer drin gehabt. Ja, weil ich will dieses Video im Flugzeug dann schneiden eigentlich. Aber ich nehme auch meine Marshalls natürlich mit. Das ist klar. Das sind die mit Noise Cancelling. Finde ich im Flug immer sehr praktisch. Und sowas zu haben, das muss ich jetzt mal näher zeigen. Das ist ein Flugzeugadapter. Die kosten irgendwie 3-4 Euro bei Amazon. Ich habe jetzt hier einen vom Bose. Es gibt immer noch Flugzeuge, wo du diese Adapter brauchst. Und das kann ich euch nur empfehlen. Besorgt euch sowas, wenn ihr lange Flüge habt. Es gibt nichts Schlimmeres, als auf einem langen Flug zu sein. Und dann ist da vielleicht ein cooler Film, den du sehen willst. Und dann musst du diese versifften Kopfhörer da anziehen. Die sind nicht Einweg. Viele Leute denken, die sind Einweg. Glaub mir, die sind nicht Einweg. Das muss halt alles nicht sein. Was würde ich gerne noch zeigen? 2 Sachen. Ach, übrigens auch hier ein wundervolles Fach hier oben, wo du dann direkt, ne? Auch immer ganz praktisch, also im Flugzeug, sonst würde ich das immer am Mann haben. Und was ich gerne noch zeigen würde, ist hier an der Seite. Ich habe zwar am MacBook einen SD-Kartenleser, aber dieses PGY-Tech-Teil ist so cool, weil Nummer 1, hier kommen deine SD-Karten rein. Auf der Seite hast du direkt schon ein Tool, um die SIM-Karte auszuwechseln. Du kannst, na, lieber Fokus, du kannst hier dann die SIM-Karte noch reinmachen. Und das Ding ist, wie man hier sehen kann, da ist das Kabel gleichzeitig ein Kartenleser und zwar ein extrem schneller.
Das sind große Datenmengen, ein extrem schneller Kartenleser. Das Ding kann ich absolut empfehlen, sieht cool aus, funktioniert, tolles Teil. Und das ist jetzt ein, lass mich nicht lügen, ich glaube Rückflug sind 13 Stunden, Hinflug 10,5, 11, das sind lange Flüge. Und ich habe meiner Frau was gekauft zu Weihnachten und habe mir dann tatsächlich auch sowas geholt. Und ich zeige euch das mal. Ich habe das mal vor Jahren bei einem Bekannten gesehen. Dann hat er gesagt, ja, das ist ein Emulator, das kannst du kaufen und ich mache dir Software drauf und sonst geht's nicht. Inzwischen kannst du die Teile, so, du kommst jetzt mal hier weg. Inzwischen kannst du diese Teile bei Amazon kaufen. Ich habe jetzt hier, ja, unter 100 Euro definitiv bezahlt. Die Dinger sind so cool, da sind 1500 Spiele drauf. Mir geht es grundsätzlich um Resident Evil und um Tekken. Die sind hier drauf, die funktionieren richtig gut. Also das Teil macht wirklich was her. Das ist der Miu Mini Plus. So, so sieht die Verpackung von dem aus. Meine Frau hat den in durchsichtig, weil sie damals auch einen durchsichtigen Gameboy hat. Ja, die Gameboy-Spiele sind da natürlich auch drauf. Alles, was man so braucht und haben möchte. Ich habe es, nachdem ich das bei dem Kumpel gesehen habe, habe ich es dann noch einmal gesehen bei Taylor Martin. Der hat es dann tatsächlich mal gezeigt, dass es die jetzt so gibt, dass du die kaufen kannst. So bin ich drauf gekommen. Finde ich super klasse, kann ich wirklich nur empfehlen, falls du mit dem Gedanken spielst. Nicht, dass ich jetzt die große Zeit hätte. Für meine Frau habe ich gedacht, das ist mal was, weil sie spielt ja gerne, was mal wirklich was nur für sie ist, dass sie was machen kann, was sie machen möchte. Und bei mir ist es so, ich habe mir gedacht, für den langen Flug ist es doch eine coole Sache. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht noch mehr dieser langen, langen, langen Flüge kriege. Aber wie ihr seht, ja, also das ist schon ziemlich cool. Auch von der Art, wie es gemacht ist, das funktioniert richtig gut. Ich habe jetzt den Ton ausgeschaltet, kannst du natürlich auch deine Kopfhörer dran machen, ist für so Spiele wie Resident Evil sehr wichtig. Und das Ding ist halt einfach wirklich gut. So, und bevor dass ich jetzt hier anfange zu spielen, legen wir das mal auf die Seite. Und ich beantworte euch mal eine andere Frage. Und zwar, es könnte jetzt ja die Frage kommen, ah ja, Mitch, das ist jetzt ja ganz cool, was du da sagst, aber nimmst du diese Riesentasche mit, wenn du irgendwo hingehst? Nee, natürlich nicht. Da nehme ich eine andere Tasche mit. Und die möchte ich euch gerne auch zeigen. Und zwar, ich mag die Firma TomTom. Das ist ein sogenannter Sling. Ja, da ist so ein Essigkarabiner dran in Orange. Warum? Naja, damit ich von Weitem erkennen kann, dass das meine ist. Weil ein Essigkarabiner wird wohl niemand anders dran haben. Warum? Was ist ein Sling? Ein Sling ist eine Tasche mit nur einem Dings. Machst du drum. Du hast hier hinten ein Fach, das am Körper anliegt. Also hier könntest du sozusagen Dokumente und Geld reinmachen. Und du hast hier auf der Seite, ich habe ja die ganze Zeit nach einer Tasche gesucht. Die finde ich jetzt ganz praktisch. Du hast dann wirklich Platz für alles. Na, jetzt muss mal gucken, dass der Whisky nicht wegfliegt komplett. So, da ist nur ein Tropfen weg. Mein MacBook passt hier rein und es passt tatsächlich zusätzlich auch noch das iPad hier vorne rein. Und dann habe ich hier noch ein paar andere Fächer, sogar ein extra Fach für die Wasserflasche. Also ich kriege hier meine Kamera rein, alles was ich so brauche und habe eine schöne Tasche. Ich weiß, es gibt Slimbags, wo du Patches dran machen kannst und so weiter. Es kann nicht jeder von uns immer mit den Ranger Eye Patches, die wir sonst so lieben, auch beruflich unterwegs sein. Ich muss mich hier ein bisschen zusammenreißen, deswegen habe ich gedacht, gegen schönes, freundliches, sommerliches Schwarz kann doch niemand etwas sagen. Und ich mag TomTok sehr. Ich habe auch hier fürs MacBook die Tasche von TomTok. Die haben, ich glaube, das kann man hier ganz gut sehen, die haben wirklich so ein Rand, der tatsächlich nochmal die Ecken beschützt. Also die Dinger hier sind wirklich absolut empfehlenswert. Die verlinke ich euch auch liebend gerne. Also ich bin mit denen absolut zufrieden. Meine Frau hat dieselben. Und was ich unbedingt noch zeigen muss, ich habe ein wunderschönes neues Henk von Infinite Design. Finde ich total cool. Habe ich hier drin, weil du das Schlepptop ja ab und zu mal gerne sauber machen möchtest. So, und ich glaube,
Das wäre so im Großen und Ganzen das, was ich mit auf Reise nehme. Und schon sind wir am Ende angelangt. Mein aktuelles Reise-EDC für Korea. Inklusive ein paar Tipps, über die ich mich sehr gefreut hätte, wenn ich das alles schon gewusst hätte, als ich das erste Mal hingeflogen bin. Ich mache die Reise jetzt mit ein bisschen gemischten Gefühlen. Wie gesagt, ich habe lange mit meiner Frau gesprochen, aber es ist eine wichtige Reise. Und deswegen trete ich sie auch an. Mein Schwager holt mich morgen früh ab, also jetzt dann nachher, und bringt mich zum Flughafen. Ich hoffe, dass bei dem aktuellen Schneetreiben alles glatt geht, wäre jetzt die falsche Wortwahl, aber ihr wisst, was ich meine. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mich das bitte wissen. Am besten, indem du mir einen Daumen nach oben da lässt. Wenn du noch kein Abonnent bist, lass es dir durch den Kopf gehen. Es gibt wirklich viel zu entdecken und ich würde mich tierisch freuen, dich mit an Bord zu haben. Für die, die schon dabei sind, wir sehen uns dann in Korea. Ich werde dieses Video jetzt im Flugzeug schneiden. Ich habe ja mehr als genug Zeit. Aber wisst ihr, was wirklich wichtig ist? Lasst euch bitte niemals unterkriegen. Bis zum nächsten Mal in Korea.